Okay, guck mal, ist noch hier ein trauriges Video zum Abschied, Freunde. Ein trauriges. Vielleicht kommen ein paar Tränen. Heartbreaking Moments of Football, okay. Today you have to win for one reason. We have to win for David Silva and his girlfriend Jessica. He's f***ing suffering the life. When you go out there and you enjoy for him. And we don't go out there and we suffer for him. And remember the situation. Today I want to win for David Silva. Baba Trainer, ehrlich. Digga, dieser Pep Guardiola, ne? Der ist Wahnsinn. Das ist ein kranker Trainer. ...4-1 gewonnen. Cristiano scores versus Serbia in the last minutes for the win. Das war so ein Skandal, ne? Wie kann man das nicht zählen? Der Return-Match. Ja. Und kassieren in letzter Minute das Tor. Überleg mal, wie bitter das ist. Bei dem Hinspiel machst du ein Tor in der 90. Es wird nicht gewertet und kassierst im Rückspiel das Tor, weshalb du nicht direkt für die WM qualifiziert bist. Erklärt es mir, Digga. Erklärt es mir. Stell dir mal vor, Portugal schafft es jetzt nicht zu WM aufgrund einer Fehlentscheidung. Das ist verrückt, Leute. Ich sag euch so, wie es ist. Das ist einfach nur traurig. Ronaldo am Boden zerstört, Digga. Das wäre wahrscheinlich seine letzte WM. They lose the first place of the group and have to play on playoffs for a place to World Cup, ja. Guck mal, Ronaldo einfach am Boden, Digga. Kannst du keinem erzählen, ne? Neymar gets injured really bad. Ah! Ah! Boah, Junge, das kann ich mir nicht angucken, ne? Ach du Scheiße, ey. Junge, erst 2014 bei der WM und dann sowas, ne? De Gea misses the last penalty on UFL Final. Wahnsinn. Obwohl der eigentlich gar nicht mal so schlecht geschossen war, ne? Ach, Ronaldo wird die Quali packen. Die werden das schon packen, Leute. Juventus lost versus Porto in UCL. Erste 16. Round. Krank, Digga. Das Video habe ich erst vor kurzem irgendwo gesehen, ne? Guck mal, Ronaldo, Digga, der bricht einfach in Tränen aus. Für den ist das kein Sport, das ist sein Leben, Alter. Digga, krank, ne? Guck mal, wie am Boden zerstört er ist. Ehrlich, verrückt. Neymar after losing the final 2020. Ja, Roland, Portugal hat sehr schwer. Guck mal, erstmal Türkei. Türkei ist immer eine Wundertüte, da weiß man nie. Und danach werden die safe gegen Italien spielen. Portugal, Italien, da wird Italien gewinnen. Italien ist Europameister, Italien ist eine starke Mannschaft. Und auch wenn Portugal gewinnt, was ist das, eine WM ohne Italien, ohne den Europameister? So, das ist total bescheuert. Armer Neymar, Alter. Erstmal Champions League Finale verloren, dann jetzt die Verletzung. Ach so, ja, aber wie alt das ist, ey. Euro 2014 Finale in Portugal. Ja, aber dafür 2016 gewonnen. Und dann noch beim Finale 2016. Stimmt, die Story dahinter. Junge Payet, Alter. But football had other plans. Wahnsinn, ne? Für Ronaldo hat die Mannschaft den Win geholt und sich so zusammengerissen. Eder in letzter Sekunde. Messi misst Penalty in
Penalty in Copa America 2016. Silva scores! Argentinien hat verloren. So wird Messi drin. Krank. Und danach, guck jetzt. 5 Jahre später, Copa America Finale 2021. Jetzt hat Messi gewonnen, ja. Das bedeutet Messi so viel. Schöne Bilder, Digga. Ehrlich, sei ihm richtig gegönnt, ehrlich. Lionel Messi holds it aloft. Argentina, Copa America Champions for the 15th time. Heftig, Mann. Atletico Madrid became Champions of La Liga at the last match. Man, why Valladolid got relegated? Ach, Fußball ist so ein schöner Sport, ne? This trophy was special to Suarez after being told he was too useful for Barcelona. Ja, nochmal, er hat es nochmal allen gezeigt. Er ist zu alt, von wegen er ist zu alt, Digga. Neymar with a beautiful gesture with a fan. Ah ouais, c'est chouette ça. Neymar qui était sifflé jusque là, il applaudit maintenant. Et Neymar qui demande au stadier. Bon, correct, ah, attends. Oui. Voilà, personne va le toucher, le petit maintenant. Voilà. Neymar. Montre. Oh, Insigne Messi pays tribute to Maradona. Oh. Lovely from Messi. Still Messi. Has the shot himself. Now it's 4-0. And Leo Messi says, I'm going to join the goal scorers today. That was vintage stuff from Barcelona's best ever. You know what I mean, what this club means to me and what I wanted to achieve here. For the club, for the fans. Because I think everyone knows I've given everything for this club. The club means everything to me, and together we're a good match, but unfortunately I couldn't get the results that we needed, and it's time for me to step aside. Becoming emotional now because it's top, and they'll be fine. Thank you very much, see you soon. Boah, hör auf, Digga. Boah, ich bin da so abgekackt, Leute, ne? Ich hab das im Auto gesehen, auf dem Handy, ne? Mir kamen die Tränen, ehrlich. Das war einer der krassesten Momente, ehrlich. Die Verabschiedung von Messi. Ahora que no. No sé si va a poder hablar. En este último día estuve pensando, dándole vuelta. Junge, Junge. A ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado. Como no estoy ahora todavía. Ja, die Musik macht's noch trauriger. Es muy difícil esto para mí. Después de tantos años, no estaba preparado. Gracias a todo el mundo. Vinicius Junior injury versus Ajax. Ja, so eine Maschine, aber der Typ geworden. Er hat sich so krank entwickelt, Leute. Seid mal ehrlich. First goal after the return, he celebrates like this. Takes a deflection, I think. Whether it does or not, the end result is the same. It's in the back of the net. 1-0 so to eine Maschine, ne? Heftig, Mann. Ja, geiles Video, Freunde. Geiles Video. Sehr nice Momente dabei gewesen.